Hi Leute, was geht? Neues vom Krypto Klaus, wie immer ein paar News. Wie ihr sicher auch schon mitbekommt und investieren wolltet, Bitfinex lässt momentan keine neue Registrierung zu. Das testen wir jetzt auch gleich mal aus. Wie ihr seht hier, so, jetzt wollen wir uns neu registrieren. Natürlich, wie immer oder schon länger, diese Fehlermeldung. Thanks for interesting Bitfinex Accounts und so weiter. Sie lassen momentan keine neue zu. Wie aber investieren, nachdem man sich informiert hat? Weil normalerweise heißt ja investieren, dann investieren. Das lässt Bitfinex nicht zu. Auch nicht mit der schönen Weihnachtsmütze hier. Ja, und zwar, ja, Cardano möchte investieren, ADA momentan der Hype, wie ihr sehen könnt, von 90 Tage rückwirkend, ein schöner, ja, Hype hat es mitgenommen, der Longshot, auf 7 Tage gesehen, es geht was, ich habe selbst investiert, bei 36 Cent, irgendwo hier war das, vor Weihnachten, 36, leider konnte ich nicht, wie damals, am Anfang, bei 2 Cent investieren, da, wo war jetzt 36 Cent ungefähr, ich glaube da oben, ja genau, hier habe ich investiert. Leider konnte ich das nicht im geringen Maße investieren, aber ich bin dabei und momentan bin ich fast schon, hat meine Investition sich verdoppelt. Daher immer investieren, nachdem man sich informiert hat. Ist übrigens ein Ableger von Ethereum, Mitgründer, von daher denke ich, hat diese Münzart, die Währung, starken Trend nach oben. Es dauert zwar, aber wer durchhaltet, der kann durchaus hohe Gewinne mitnehmen. Aber darauf wollen wir uns nicht sitzen lassen, sondern wir wollen uns ja registrieren. Und wie gesagt, hier geht nichts mehr bei Bitfinex, aber hier kann man sich ebenfalls registrieren und ADA oder IOTA ordern. Und das ist auch sehr kinderleicht zu bedienen, sehr und verantwortungsvoll auch. Die hat auch einen 2FA, also ein Zwei-Faktoren-Schutz, wo man quasi, wer es noch nicht kennt, mit dem Handy sich registriert und von Google Authentikern einen Code bekommt, quasi so ähnlich wie bei eurem Girokonto. Und dann kann man sich natürlich einloggen und ist ein privater kleiner Sicherheitsschutz. Man fühlt sich dadurch etwas sicherer. Genau, wie gesagt, bei Binance registrieren und einfach, dann kann man hier einfach ADA zum Beispiel kaufen, der in letzter Zeit ja auch relativ hoch gegangen ist, registriert man sich einfach. Meines Erachtens ist es auch ein sehr guter Plattform, um die Währung zu kaufen, was natürlich auch sehr, sehr von Vorteil ist. Man kann etliche Währungen auswählen. Genau. Also wie gesagt, man geht hier einfach auf Börse, auf Basic oder Fortgeschritten, und dann wählt man einfach aus, was man handeln möchte oder sich mal umschauen möchte. Der Chartverlauf hier kann man euch auch noch ein bisschen einstellen. Jeder für sich, wie er es gern hätte. Und hier sieht man natürlich die ganzen tollen Währungen. Wie gesagt, ADA hier und Bitcoin zum Tausch. Oder die ganz andere Währungen da. Ether, Bitcoin oder IOTA müsste ich auch. Kann man auch hier eingeben, IOTA, so, dann haben wir es hier schon, klickt man drauf und zack, die Bumm, hat man hier den Kurs vorliegen. Dann kann man ganz kinderleicht investieren, man sollte nur hier, was man halt der Kurs ist, was man Betrag hat von Bitcoin und dann auf Kaufen. Und am besten hier auf Market und nicht auf Limit, damit man das auch schneller unseren aktuellen Marktpreis sieht. Okay. So. Klickt man einfach drauf, dann kann man hier noch wählen, das gesamte Geld, 100%, wo man tauschen möchte und so weiter. Also wie gesagt, ich möchte diese Plattform euch ans Herzen legen, Bitfinex, bevor man die Gewinne nicht mitnehmen will, aus 2018 in die Höhe steigen. Ich habe selbst ADAs gekauft, Cardano, geordert. Übrigens sehr interessant, wie gesagt, finde ich diese Plattform für 2018 von Ethereum, ist wie gesagt der Gründer von Cardano und ich halte diese Coin für vielversprechend für die Zukunft und wird zwar langsam steigen, aber wenn, dann richtig. Aber wie immer, informieren und dann investieren. Dies gilt auch für euch für 2018 und ich denke, ADA und IOTA wird auf jeden Fall long gehen, aber
nicht zu viel erhoffen. Wie gesagt, jeder muss sich selbst informieren, damit er seine Gewinne oder Verluste selbst hinnehmen kann. Ich möchte euch nur meine Empfehlung an euch raten, weil ich so denke, aber ihr müsst natürlich selber entscheiden. Ich bin nämlich kein Finanzberater. Auf diesem Wege möchte ich euch kurz mitgeben. Und ich hoffe, euch hat das geholfen zu diesem Thema, wie ihr euch registrieren könnt, anstatt des Bitfinex lieber ein Bitfinance zu euch anzumelden und doch noch zu registrieren können. Ist kinderleicht, ist relativ sicher. Ein sehr hohes Handelsvolumen übrigens hat diese Plattform noch. Und genau, wünsche euch noch einen schönen Tag und vergesst nicht, mich zu liken bzw. auch zu abonnieren, damit ihr die nächste Informationen erhaltet. Übrigens, sobald ich im Januar investiert habe, möchte ich euch noch meinen Favorit für 2018 mitgeben. Dieser ist zwar noch auch seit November neu 2017, aber ich denke, er ist schon sehr großes Handelsvolumen vorhanden. Ich denke, der wird 2018 auch noch vorwärts gehen. In meinem nächsten Video berichte ich euch gerne darüber. Immer informieren, dann investieren. Bye bye.